stehe hier am Stand von Sniper Ghost Warrior 3 von Deep Silver und habe mir das Spiel gerade angesehen, durfte hier 10 Minuten eine Einzelplayer-Mission spielen und man muss in dieser Mission an einen Zug gelangen in einer schwer bewachten Basis. Das ist mir leider nicht ganz gelungen, aber ich habe festgestellt, dass das Spiel wieder durchaus Spaß macht. Die Sniper Ghost Warrior Reihe war ja schon immer etwas schwer, aber hier der Sniper-Modus hat hier extrem viel Spaß gemacht. Auf der Präsentation, auf der Gamescom hier. Ich werde das Spiel auf jeden Fall weiter verfolgen. Ich glaube, dass das ein richtig gutes Sniper-Spiel für alle Leute sein wird, die nicht immer nur groß rumballern wollen, sondern auch mal die Herausforderung geben, eine Basis erobern wollen. Von daher kann ich das Spiel auf jeden Fall den Leuten wärmstens ans Herz legen. Ansonsten war hier noch eine Tasche abzuholen. Also jeder, der hier hinkommt, kommt am Ende eine Tasche ausgehändigt. Wer also auf Coolies steht, ist hier auch nicht zu. So.